Ja, hi und willkommen. Mein Name ist dann die und ich begrüße euch zurück zu Fire Emblem Engage. Wir sind in der Dämonenwelt 5, der Dämonenerbe. Und ja, in der letzten Folge ist die Story ein bisschen, ja, hat sich ein bisschen angeheizt. Wir haben einige Plot Twists gesehen. Wir haben herausgefunden, dass Neil in Wirklichkeit der böse Zwilling von den beiden ist, ne? Und ja, jetzt haben wir hier die Aufgabe, ihn zu erledigen, damit wir mal nicht verhindern können, dass er sein Paps hier wieder belebt, ne? War, glaube ich, der Plan, oder? Ich habe mich natürlich offscreen schon vorbereitet. Ich habe schon alle Charaktere platziert. Was ich übrigens noch machen könnte, ist, ich habe aber Erholung und so, ne, mitgenommen. Glaube nicht. Ich soll vielleicht mal alle Sachen hier einlagern, nur um sicher zu gehen, ne? Hätte ich zum Beispiel machen können, ne? Gibt immer irgendwas, das ich noch vergessen, natürlich, ne? Okay, aber geht ja schnell hier, ne? Ja. Ja. Falls ich mal irgendwelche Stäbe brauche oder so, ne? Ich glaube zwar nicht, dass die mir ausgehen werden, weil die sowieso immer nachgelagert werden und so, aber man weiß ja nie, ne? Gut. Ich habe den ersten Zug relativ gut vorausgeplant und so mir gedacht, so okay, das machst du jetzt, das machst du, ne? Wird schon klappen, mal schauen, weiß ich nicht. Hier sind einige Sachen, die ich verhindern möchte und gegen die ich irgendwas machen möchte. Erst einmal, hier sind Truhen, das heißt, die möchte ich natürlich haben, ne? Ich habe außerdem gesehen, hier sind Diebe, hier ist ein Dieb und hier ist ein Dieb. Ich glaube, irgendwo anders ist sonst keiner mehr, ne? Ich glaube nicht. Ich glaube, ja, war keiner mehr, ne? Ich habe die Vorbereitung alle gestern schon gemacht, ne? Also entschuldige, wenn ich hier mich ein bisschen, ne, ist keiner mehr. So, das heißt, es sind zwei Diebe, die möchte ich so schnell wie möglich erledigen, damit ich schon mal hier ein bisschen mehr chillen kann, ne? Mein Plan ist, wir haben hier einmal Panett bewegen wir hier hin, sie setzt Lin ein und hoffentlich macht sie den Typen mir fällig, ne? Ich habe natürlich keine Ahnung, ob ich das alles hier mit einem Schlag schaffe, aber gucken wir mal, ne? 38 HP, das ist jetzt nicht so stark, finde ich. Kriegt sie doch bestimmt hin, ne? 45 Angriffskraft. Wie macht sie mit dem Bogen? Auch 45, okay. Wird da wohl irgendwie zu schaffen sein, irgendwie, ne? So, das ist der erste Plan, ne? Wir bewegen sie ja hin, sie macht den ja fällig, ne? Dann bewegen wir sie hier runter und sie und noch einige andere Leute nehme ich an und füllen wieder ihre Emblemleiste auf, ne? Damit, falls irgendwann hier ein Dieb kommt, was ich mal annehme, dass wir den auch abschießen können, ne? Das heißt, Panett geht hier unten hin, ne? Das ist die erste Lösung schon mal für unsere Probleme. Der hier wird ein bisschen schwieriger, aber dagegen habe ich auch so eine kleine Strategie, ne? Wir bewegen Diamant, Tvera und Maubier so ungefähr hierhin, ne? Entweder hier und hier, ne? Ich glaube, ich wollte, ne, Quatsch, ich wollte Hortensia hier packen, damit sie mit Donner auf ihn losgeht, ne? Dann will ich versuchen, mit ihn hier zu treffen, was wahrscheinlich nicht funktionieren wird, weil er hier auf eine Säule ist. Das heißt, den werden wir sowieso nicht treffen, ne? Obwohl, er müsste eigentlich mit 70% zu treffen. Und ja, dann haben wir Vale hier. Sie hat Balef ausgerüstet, sie wird hier tanzen und ja, genau, ich wollte mal wir hier hinpacken, glaube ich, ne? Ich glaube, ich wollte mal wir hier hinpacken. Hortensia wollte ich hier hinpacken. Ich weiß es nicht. Hab schon wieder vergessen. Aber was wir auch noch machen wollten, wir wollen sie hier nehmen, ne? Hier bewegen, sie teleportiert sich mit Celica hier hin, macht den ja fertig, ne? Wenn der nicht kaputt geht, dann haben wir immer noch Vale hier zum Tanzen. Ich werde Hortensia und Maubier hier bewegen. Die haben eine lange Reichweite. Maubier hat Sigurd, das heißt, den kann ich hier noch voll durchdüsen lassen, ne? Damit er sich hier um ihn hier kümmert, ne? Und das ist eigentlich das Einzige, was wir ja machen müssen, ne? Einige andere Sachen scheinen hier irgendwie so ein bisschen außer meiner Kontrolle zu sein. Weil, wie man hier sieht, Nell und Neil sind beide hier. Ich habe lange darüber nachgedacht, ob ich hier entweder Roy oder Ike gebe. Weil Ike hat ja irgendwie diese Eta-Attacke, ne? Damit kann er sich ja ein bisschen hochheilen, aber sie hat ja auch einige
Elixiere. Also ich weiß von daher nicht, ob das hier überhaupt was wird. Ne? Heute gegen Lanzen, nach dagegen Echse. Ich glaube gar nicht, dass ich ihre Dings einsetzen kann. Mein Plan war eigentlich hier. Oh Gott, ich mache ja gar keinen Schaden gegen den, sehe ich gerade. Das kann ja irgendwie nicht sein dann. Ich nehme an, ich soll einfach nur hier überleben, ne? Mein physischer Angriff, ich mache ja gar keinen Schaden, das sehe ich ja jetzt erst. Ich muss ja der Drachenform jedenfalls ausgerüstet haben, weil wenn ich das hier ausrüste, dann werde ich nicht nur. Ne, warte mal. Oh, stimmt. Also die Situation weiß ich nicht so genau, wie ich das hier lösen soll. Ich nehme an, ich muss einfach hier nur überleben, ne? Ich habe so gedacht, irgendwie, dass ich weiß ich nicht, ihm wollte ich erst Mikaya geben, ne? Damit er nebenbei so ein bisschen heilen kann. Aber das geht ja eigentlich auch nicht, weil ich kann ihn keine Embleme ausrüsten, ne? Also hier sind einige Sachen, die irgendwie außer meiner Kontrolle sind, ne? Dann ist noch hier er hier, ne? Und ich habe keine Ahnung, wie ich den bitteschön hier, was ich mit dem hier machen soll, ne? Also mein Hauptcharakter hat ja Zugriff auf den Vorrat, ne? Das heißt, solange ich noch Elixiere irgendwo ab, ne? 1, 2, 3. Dann sollte ich ja eigentlich mich immer heilen können, ne? Das ist mir jetzt gerade erst aufgefallen. Also ich lagere aber alles hier ein, ne? Damit ich mich mit Elixieren hochheilen kann. Und ja. Ich weiß nicht, was das hier ungefähr, wie ich das erledigen soll. Mein Plan wäre natürlich hier, weil nicht dahin zu stürmen und so, oder mich darum zu kümmern, aber ich habe außerdem einige Heiler hier wahrscheinlich. Die können sich dann auch hier darum kümmern. Ich glaube, all meine Heiler sind dann auf der Seite, ne? Verdammt. Wer hat Mikaya? Irgendjemand hat Mikaya. Ich weiß noch nicht wer. Sie hat Mikaya, alles klar. Sie hat, glaube ich, auch Purgativ, ne? So, ja, das ist meine Gruppe, ne? Ivy, Fogado, Anna, Lapis, Panett, Mobier, Hortensia, Vale, Tibera und Diamant. Und ich bin mal gespannt, ne? Ist ein bisschen ungewohnt, dass ich hier wieder nicht im Somniel bin. Aber ich wurde ja vom letzten Kapitel direkt hereingeschmissen, von daher. Keine Ahnung. Ja, dann kümmern wir uns um dieses Kapitel hier, ne? Und gucken mal, wie das hier so ablaufen wird, ne? Ich habe so den Verdacht. Er wird entweder flüchten oder wir müssen einfach nur überleben, ne? Weil er ist verdammt stark. Ihm machen wir gar keinen Schaden. Also ich weiß nicht, wie er ablaufen wird hier. Entweder flüchtet er oder ich habe das Gefühl, er wird irgendwie hier hingehen oder hierhin. Also irgendwo, weil nicht flüchten. Ich glaube nicht, dass er hier bleibt. Aber wenn noch, dann wird er ganz schön schwierig. Ich nehme an, diese Dinger gehen irgendwann auf und dann können wir hier so rausgehen, ne? Würde ich jetzt mal so raten. Bewegt er sich vielleicht hier hin oder so, keine Ahnung, aber ich weiß noch nicht, wann die sich öffnen oder wie oder warum. Egal, werden wir ja sehen, ne? So, ich bin vorbereitet und ja, wir gehen jetzt hier rein und guck mal, wie das hier abläuft. Der Ringe verfügt über sein Gefängnis über keinerlei Waffen, kann sich nicht zur Wehr setzen. Halte ihn mal gesund hat, um eine Niederlage zu verhindern. Also, ich muss echt den hochheilen. So. Oh, ich kann ihn noch nicht mal bewegen. So, jetzt guck ich da deine an, ne? Ein Schaden. Aber wenn ich das hier ausrüste, dann doppelt er mich. Also so. Ich weiß nicht genau, was ich hier machen soll. Das ist ganz schön krass hier gerade. Aber wir machen dann, was wir uns hier vorgenommen haben, ne? Also im ersten Zug habe ich noch alles vorausgeplant, ne? Danach allerdings, so, ich müsste ihn eigentlich treffen können, ja, ne? Ja, genau treffen. So, und das reicht. So, haben wir den schon mal erledigt. Also ich werde da wahrscheinlich einen Heiler nach rechts schicken müssen, ne?
So, meine Strategie war hier in, ne? So. Ich muss sie so bewegen, weil halt mit damit den Tanzen funktioniert. Oh, sehr gut. Ja, nicht gut. So. Und ich habe schon einen Fehler gemacht. Mann. Aha. Muss der Tensei doch nach rechts bewegen, weil sonst kann sich doch niemand dahin bewegen. Also hier hin. So, und wir schaffen es noch nicht mal, den zu erledigen. Okay, was habe ich gesagt? Ich habe den ersten Zug vorausgeplant. Ja. So, was ist hier? 25. Wenn sie Unterricht einsetzt, wie sieht das hier eigentlich aus? Auch nicht gut. Kann ich dich erledigen mit ihm? Mit ihr meine ich. Kann ich sogar? Nee, kann ich nicht. So. Dann. Den hatte ich gar nicht eingeplant hier in der ganzen Situation. Ich weiß nicht, dass da wieder so ein paar Dinge hier nicht reicht, ey. Du wirst ihn ja nicht erledigen können, ne? Nee. Einfach nicht stark, ne? Ich fasse nicht, dass da wieder um so einen Ding, ne? Er hat schon wieder um ein Ding mir nicht reicht. Möchte ich einmal treffen, wäre gut. Da war noch der dickere Schuss, Mann. Warte mal, sie kann ich nicht so bewegen. Oh mein Gott, wie habe ich bitte schön. Okay, oh, von da aus kann ich. Lass mich noch mal neu machen. Das gibt's jetzt einfach nicht, Mann. Das hat jetzt gar nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt hatte. Oh mein Gott, ey. Ich habe eine andere Idee. Könnte vielleicht funktionieren. Und zwar. Ich habe schon einen Fehler gemacht, als ich Hortensia als erst bewegt habe. Ich hätte aber einen Zeitkristall einsetzen können, aber mein Gott. Im ersten Zug. Ich hätte einfach nicht sagen sollen, dass ich den ersten Zug vorausgeplant hätte. So, ich will den hier machen. Dann hat sie ja alle. Dann tun wir anstatt tanzen Folgendes machen, ne? So. Ja. Machen wir folgendermaßen, ne? Wir tanzen. Ne, wir tun nicht tanzen. Wir tun anstatt tanzen Unterricht einsetzen. Wir müssen ja eigentlich jeder hier stark genug sein jetzt, ne? Außer wenn sie nicht stark genug ist. Ne. Cool. Ich kann mich, glaube ich, auch dahin bewegen, ne?
Nein, ich kann mich nicht da einbewegen. Ich kann den ja machen, aber dann ist er wieder so ein blöder. Na gut, dann machen wir wieder so, ne? Ich hoffe, diesmal reicht das hier so. Ja, ich muss aber trotzdem noch neu starten. So, den machen wir fertig. Ich muss nur den ersten Zug hier abschließen, komplett. Dann haben wir gewonnen. So, also ich müsste ja eigentlich ihn jetzt erledigen, ne? Da bringt jetzt auch nichts, ne? Aber jetzt. Ich kann Sandsturm da aktivieren. Bei diesem Angriff. Ja, bringt da jetzt nichts, ne? Außer du kannst den Deep Lightning erreichen. Kannst du sogar. Hey. Okay, alles hat funktioniert, so wie ich das geplant hätte. Alles okay. Problem ist, er geht jetzt gleich auf uns los, aber er macht noch nicht so viel Schaden, ne? Magisch, physisch, ich meine, da wird er wohl nicht gegen fliegende Einheiten effektiv, ne? Gott sei Dank, Mann. Teleportieren wir uns hier hin. Ist aber noch ein anderer Ballista-Typ da. Bei mir will halt nicht so, wie ich das mich mir vorgestellt habe. Dann sah mein Kopf alles viel besser aus. So, solange Ivy beides hat überlebt, ist alles okay. Das ist eine Ballista, ne? Standardkanone, physisch 24, Verteidigung hat sie. Sie hat jetzt nicht. So, also sie hat eine Menge Verteidigung, sehe ich doch gerade. So. Hätte sehr viel besser ablaufen können hier, aber was soll man machen, ne? So, sie muss sich hier bewegen einfach, damit hier, warte mal, kann ich eine. Sie hat keine Dings jetzt. Der Bogen bleibt ausgerüstet, nehme ich an, ne? Also mein Plan ist jetzt einfach nur hier. Mein Plan ist jetzt einfach nur hier Dings zu meinen Hauptcharakter zu beschützen, wie es ausschaut. Wir müssen ein bisschen hier hin, wir teilen uns mal ein bisschen auf. Die Fähigkeit ist so doof, ne? Okay, so, was mache ich jetzt hier, ne? Ich gehe hier hin, ne? Aber will ich jetzt auch nichts bringen. So. Die Frage ist, was mache ich jetzt hier als erstes, ne? Ich kann natürlich auch Bündnis einsetzen, aber dann wechselt sie, glaube ich, zu ihr zum Lanzenmeister, was bedeutet, ich mache keinen Schaden und er kann mich brechen. So, ich meine, ja. Jetzt triffst du natürlich, ist klar, ne? So. Also entweder ich werde gedoppelt oder ich werde gebrochen. Also macht jetzt eigentlich keinen Unterschied, ne? Ich glaube, wir hier stehen, ne? Was ich sonst machen soll, ja, ne?
Na, jetzt will ich mal sehen, was passiert. Ah, Shinryu-sama. Ja, klingt schon so nach, als ob er abhauen will. それはできません。私たちの集めた腕は6つ。あなたはもうすでに7つを集めてしまっている。一ところに集約される前に何としてでも。ここで止めねばなりません。ああ、そうだよね。 そう考えるよね。ああ。全部。この喋り方ももう飽きちゃった。なあ、神竜、父上の仇というのはこんなにも憎いのだな。用済みとなれば貴様をすぐに。 今なら間に合います。私はあなたと争い合いたくありません。間に合うとは何がだ。全ては、もう手遅れだ。争い合いたくないとは何だ。諦めて軍門に下り、また出来損ないとして振る舞えと。いる。きちんと話がしたいのです。あなたはずっと何を考えていたのですか。力を得ること、 貴様を殺すこと、それだけだ。話は終わりだ。愚かな姉よ。Okay. Der hat gar nicht geschossen. Wäre sehr gut, wenn ich ein paar Mal hier ausbrechen würde. Hm. Oh, das ist jetzt nicht fair. Ja, entschuldige, was? 26. Ja, du musst aufpassen, dass dein Hauptcharakter nicht getötet wird. Ja, was mit meinen anderen Charakteren? So, ich habe sie ja schon verbunden, von daher. Ja, Unterricht oder... Ja, ne. So. Schlag weg. Also natürlich schon verstärkt zurückgekommen in der ersten, im ersten Zug. Ey. So. Mach ich fertig. Zum Glück musst du ihn nicht treffen. Kann ich überhaupt? Kann sie gar nicht erreichen. Von mir aus cool. Ich verstehe nicht so ganz, was das Spiel von mir will, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja, du bist ein Schütze, das heißt, dich möchte ich ja am liebsten abschießen, ne? Konter. Aber ich will ja schon fast sagen, das Kapitel kann gar nicht so schwer sein, einfach nur weil ich ja nichts machen kann, ne? Hey, ich kann ja nichts machen, außer hier irgendwie, weil ich, um mich vorbereiten zu können. Von daher geht das eigentlich nicht anders. Da kann ich mal das hier wechseln, dann macht sie ja mehr, ne? Bei Hortensia muss ich nicht darauf achten, dass sie weniger Schaden nimmt, weil sie nimmt sowieso eine Menge Schaden. So, und er zieht hier hin. Okay. Wenn er jetzt irgendwie da hingeschossen hätte, wäre es schlimmer gewesen. Okay, sind aber recht chilliger Gegner.
So, oh, hat sich daheim bewegt. Ey, willst du mich auf den... So. Wie die Bossmusik schon am Spielen ist, ne? Wie gesagt, zu schwer kann das eigentlich gar nicht sein, weil man muss halt ja irgendwie schaffen können, ohne irgendwie sich vorbereiten zu können. Und naja. Ahnung. Oh, die Lichtklinge, das ist doch Lives persönliche Waffen, ne? Da konnte man sich heilen, glaube ich, wenn man den Kampf benutzt hat. Wenn man als Item benutzt hat. So, jetzt schießt er nicht mehr. So, du zielst auf irgendwas, was ja nirgends in der Nähe von irgendjemanden ist. Oh, ich würde gerne dich erledigen. Ne, kriege ich doch bestimmt. Ne, da kann ich Echo einsetzen. Wer schießt mich da ab? Du. Magie, Magie, Magie. Da macht aber keinen Schaden gegen sie. Ne? Sind auch verzerrte, ne? Wenn ich da nicht stärker gehe, sie hat doch ja was gegen verzerrt, oder? Ja. Nein, nicht das. Okay. Ne, ist nicht stark genug. So, weißt du was? Ich gehe aber auf ihn los. Weil der andere trifft uns sowieso nicht. Richtig irgendwie down. Ich glaube nicht, ne? Ich mache ja keinen Schaden, cool. So. Aber dann werde ich von zwei Seiten hier angegriffen. Was hast denn du? 29, 22. Das heißt, ich habe 8 Schaden, ne? Aber wenn ich auf dich losgehe und du gehst auf mich los, dann bist du schon mal weg. Sie wird dazu überleben. Na gut, dann mach den hier. Dürfte eigentlich zu mir. So, mit ihm kann ich leider nichts machen, weil er keine Magiewaffe hat, ne? Und von allen ihr Schaden. Nimmt gar keinen Schaden, er macht gar keinen Schaden. Was soll ich sagen, bitte, mein Gott. Gut, muss man den ja machen. So, was ist jetzt hier los? Beim der Typ, der macht mir auch noch Schaden, ne? So, du machst mir 14 Schaden. 13 Schaden. Du machst mir... Ich bin auch blöd, ne? Ich könnte ja eigentlich Roy einsetzen, ja? Damit ich hier hochlevel. Weniger Schaden nehmen, ne? Ja, ich muss die Elixiere einsetzen. Ja, ich will mich hierhin bewegen, weil falls das Ding aufgeht, ne? Wenn ich hierhin gehe, dann kreisen die mich beide ein, dann komme ich hier nicht mehr raus. Ich mache jetzt den, ja. Was an Verteidigung jetzt 18. Nein. So, ja, sogar eine weniger Trefferchance, ja. Niedriger Trefferchance. Na gut, dann machen wir den ja. Nur einmal daneben haben wir es, das wäre sehr gut.
So, und ich mache jetzt dich fertig. Aha. Kannst du es wagen, Kollege? Na, ich nehme an, er geht nur auf mich los. Daneben. Jetzt eigentlich trotzdem getroffen werden, ne? Weil er voll gegen die Wand trifft. Er greift mich gar nicht an. Was ich machen könnte, ist, ich könnte ihn ja machen, ne? Er trifft mich doch sowieso mit dem Ding. Lanzenmeister. Er trifft mich doch so oder so. Ja. Sie überlebt hat ja, ne? Ich hab ja gar nicht an. Zack. Boom. Oh, weit. So, jetzt nimmt er aber trotzdem Schaden, ne? Aber wollte er nicht. Glaube ich. Außer du hast irgendwie was. Warum habe ich sie überhaupt als erstes bewegt, ne? Wenn jetzt irgendwas schief geht, dann. Dann stehe ich schon wieder da. So, was ich hier mache ist. Tomahawk 41. Du hast eine Trefferquote von 88. Sie hat eine Ausweichquote von. Du hast eine Trefferchance von irgendwie was von. Irgendwas 20, 28. So. Einfach. Okay. So, ich nehme an, du gehst ja wieder auf ihn los, ne? So, jetzt möchte ich am liebsten noch einmal tanzen, ne? Das heißt, ich muss Leute hier bewegen. Das heißt, hier machen wir einmal. Das ist auch nicht so gebracht, ne? Aber was soll ich machen? Ein paar Schritte hier zusätzlich gewonnen. Am besten wenn auch wenn Hortensia ihr Dings erreichen würde, aber geht nicht, ne? Nein, ich hätte sie da hin platzieren sollen. Aha. Ich sie hier empacken. Was ist ein Tomahawk? 41 Angriffskraft. Das ist viel zu viel, habe ich so Gefühl. Oh, der wird sich hier rein bewegen. Verdammt. Nicht, wenn ich was dagegen machen kann. Boom. Benötigt hier jemand Heilung? Scheint nicht. So, wir haben ja eigentlich gar keinen Stress mehr hier, ne? Diebe sind außer Gefecht gesetzt. Das heißt, ich kann ja eigentlich chillen. So, dich muss ich hochheilen. Aber du, die steht genau da, ne? Wie soll ich denn da jetzt bitte schön? Weiß nicht, wie ich hier durchkommen soll. Elfendonner, Speer. Muss ich irgendwie da rauslocken, Kollege. Du hast relativ viel von beiden, ne? Was, wenn ich dich hier hinpacke, ne? Aber Erholung ein. Ich
Ich glaube, ich brauche mal gar nicht mehr auf die Seite. Ne? Wie was, wenn ich hier packen? Kann sie hier packen? Dann ist sie gleich wieder fertig. Okay, dürfte aber niemanden treffen. Ne? Ne. Also voll Lahm dann für die Gegner. Ja, da komme ich jetzt nicht vorbei. Ne, noch weniger mit 19% Spiel. Komm. Das ist sehr unwahrscheinlich. So. Ich habe vergessen, ihn ein Speer auszurüsten. Boah. Aber ich muss mit einer Dings einsetzen, ja. Ihre super Heilung. So, was ich mache ist, ich bewege mich hier hin. Dann kann Hortensia sie erreichen, ne, mit der Heilung. Ja. Wir haben sich schon was dabei gedacht, ne? So, erst nochmal Veil. Oh, du hast gar nicht links ausgerüstet. So, ich werde definitiv mit Anna heilen. Ne? So, werde ich eher brauchen. So, machen wir den hier. Ich muss mich hier irgendwie durchkämpfen gerade. Ich glaube, ich kriege jetzt sie. Nein. So, gib mir mal wieder eine gewohnte Waffe, ne? Von einer Crit-Waffe. Oh ja. Er ist mit 28%. Schafft es noch zu critten. So. So, wo ist der Typ, der hier, wer bist du? Ist wieder so ein Typ, der hier alle hochballert, ne? So, 29, oh. Das tötet Leute. Na gut, dann verweile ihr noch mal für einen Zug, würde ich sagen. Ja. Ja, wahrscheinlich auf meine Klone sowieso losgehen, ne? Okay, entschuldige, was? Hm. Okay, definitiv mit Anna muss ich hier heilen. Nicht dich down. Du machst mich mit einem Schlag fertig. Oder gibt es jetzt wieder nicht? Hm. Ich muss mit ihr heilen, auf jeden Fall. Ne? Kann ich dich erledigen mit... ich glaube bestimmt hier mit Zwillingsangriff hier erledigen, ne?
Nein. Der macht, der tut dann von allen Leuten hier die Verteidigung hochballern, ne? Oder was? Verstehe nicht genau, was der, wie die noch funktionieren, ja. So, ich kann. Ich werde ihn ja sowieso hochheilen, ne? Ich werde sie sowieso hochheilen. Von daher. Und wen fertig. So. So. Bewegen wir dich mal aus der Reichweite von dem einen Typen hier, ne? Falls er sich irgendwie denkt, so, ja, ich gehe mal auf sie los, ne? Ja, wenn es zu ist, mach weiter, wenn es zu ist. So. Ballern dann noch welche auf mich? Nö. Dann. Entschuldige, was? Also, ich wollte schon sagen, warum mache ich so wenig Schaden? So. Ja, kein Problem. Ich halte dich alle hoch. Ich halte dich alle hoch. Kein Ding. Immer schön locker bleiben, Leute. Immer schön locker bleiben, okay? Ja, bitte. Mein Fernkampf. Also nichts dagegen, dass ich ja Temera und Ike mitgemacht habe, ne? Nur du und ich und die da. Was weiß ich denn noch am Leben? Nee, okay, wollte schon sagen. Ja, noch schöner gewesen jetzt. So, genau. Alter. Ich bin am liebsten ja sie hier im Packen, ne, damit das hier wieder schön. Kriegt er nicht mit Excalibur? Nehmen? So, ich gehe hier ein. So. Ein bisschen schwächen. Vielleicht bewegt er sich danach. Ich glaube, das schwächt er, wenn ich keinen Schaden mache, oder? Doch. So, kann ich echt mit ihr nichts machen, ja? So, der macht sie fertig mit einem Schlag. So, ich muss mit Anna heilen. Ich muss mit Anna hier jeden heilen. So. Dann kann ich sie mit Kenji auch heilen. Gar nicht dran gedacht. Und alle sind wieder fit. Sehr gut. So, jetzt halte ich dich eigentlich hoch mit Dings, ne? Wow, aber viel einfacher als ich gedacht hätte. So kann man es natürlich auch machen, ne? So, jetzt später, ja,
hochgeballert. Finde ich nicht gut. Da kannst du mich mal einmal daneben hauen. So, auf meiner Seite war es, hattest du nichts an Trefferchancen. Oh, der ist nicht gut. Ich glaube, der andere trifft uns nicht, ne? Kommt ganz an uns heran, oder? Ne. Ich wollte schon sagen, wenn er jetzt irgendwie anfängt, auf sie zu ballern, ne? Oh! Das ist eigentlich wieder vorgeschmissen, hat sie gesagt, irgendwie aus. Mr. Präsident, gehen Sie weg. So, jetzt wo ich weiß. Soll ich versuchen, lieber mit dem Ding anzugreifen, mit dunkle Funke? Da habe ich ja noch weniger. Okay, dann stehen wir ja mit Hortensia, ne? So. So, du nimmst ja das hier, würde ich sagen, ne? Wir sind nur Axtkämpfer. Mit Tomahawks, da finde ich nicht gut. Wir haben eine 0 Trefferchance. Könnte ich auch hier reingehen, ne? Ich will mit ihr Dings hier einsammeln. Das hier. Nehmen wir mal den, ja. Ich glaube, es sind die ganzen Axtkämpfer hier, kommen an. Diese Perspektive. So. Ist nicht genau, was das macht. Dann Einzug. Oh. Ja, aber läuft ja gleich ab, ne? So, wer hat mal, wer hat mehr Magie? Was 16? Was 19? Aber der Einzug muss ich ja noch nicht hier schon heilen, ne? Silberaxt, Tomahawk. Ich hätte eigentlich nichts dagegen, wenn du ihn auch erlegen könntest. Ah, mal den hier. Ah, was machst du mit Bolganon? Leute, fertig, sag er doch. Ich am Panzerbrecher, ne? Oder ein Hammer mit Ike. Hab ich ja auch einen Hammer gegeben, nö. Okay. Ach. Okay, Kollege. Ich muss mal kurz da weggehen. Ist mir gerade auf den Nerven, wie du ja alles blockierst. Deren Sachen werden natürlich nicht reduziert, ne? So, was habe ich ja noch aktiviert? Gar nichts. So. Sie hat keinen Donner ausgerüstet, ey, wenn es mich auf den... Ja.
Ja, ja, ein Schaden. Ich weiß nicht, wo der herkommt, aber ein Schaden. Na gut, Ike. Den fertig. Ob ich absolut nichts an Schaden machen, ne? Sonne, Mond und Sterne. So, jetzt bist du dran. Wer ist er, ja? Ah, noch so ein Kanonier. Cool. Hinter gar nichts an Schaden. Halt. Wo stehen hier? Zack. Zack. Dann merkt man erst, wie schlecht er ist, wenn er irgendwie nicht eine Dings hat, ne? Wenn er keine Dings hat, keine Magielanze. Keine magische Waffe. So. Ah. Ist das denn schwer für eine Trefferquote? Okay. Ich habe irgendwie so etwas verlangt, dass wenn ich... Wer ist die noch? Madeleine? Wenn sie sich uns anschließt, dass ich sie vielleicht in so eine gepanzerte Projektil-Einheit mache, ne? Wäre doch vielleicht cool. Aber soll ich denn diese Waffen eher bekommen? Krieg ich denn so ein paar, nachdem ich das hier abschließe? Ich nehme an, die sind irgendwie DLC-only, ne? Hat er noch dick. Hast du gerade die Axt mit deiner Axt abgewehrt? Das ist voll Metal. Da. Würde Kollegen dir einen helfen. So, entschuldige, was? Muss ich hier irgendwie was machen, um das zu öffnen? Hier ist schon wieder so ein Typ aufgetaucht, ey. Ah. Macht 23 Schaden. Wobei ich nicht nichts machen kann. Treffer 137. Oh ja, er wird sowas mal getroffen. Also muss jetzt, was du hier? Pflege, ja. Als ob ich gegen ihn Schaden mache. Denkt das Spiel echt irgendwie, ich bin in der Lage, Schaden gegen ihn zu machen? Hey, warte mal. Kann ich ihn erledigen? Kann ich den Weibern erledigen mit ihr? Super gut jetzt gerade, ne? Scheint irgendwie nicht so, als wäre hier irgendwie noch ein Dieb auftauchen, ne? Oh. So, ich meine, sie hat noch Elixiere, ne? Elixiere heilen in dem Spiel wie viel? 30. In normalen, in anderen Fire Emblems du die normalerweise immer voll heilen. Oh, da musst du wieder mit allen treffen. So, dich kann ich erledigen. Dich kann ich sowas von erledigen. Was aber auch mir voll Schaden. Drachen da oben erreicht leider nicht. Schade. Das heißt, ich muss hier die ganze Zeit hochheilen.
Langsam muss ich aber den einen Typen mal erledigen. Sonst gehen ja gleich zwei Leute, die auf meinen Hauptcharakter draufballern. Ich merke außerdem, ich kann auch Tensia hier bewegen. Dann kann ich da sie immer noch treffen. Ne? Muss aber erstmal er weg. So, kann ich dich mal wegretten hier ins nächste Universum? Ah, sie hat auch diese blöde Fähigkeit. Ah, funktioniert. So. Einmal aus dem Weg räumen, bitte. Ja, war eine sehr komische Kamerafahrt gerade. Okay, einer von uns muss treffen. Oh, ehrlich? Okay. So, sie überlebt ja noch einen Angriff, ne? 13 und du machst 26. Du greifst aber mich nicht an, ne? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich setze ein Elixier ein. Ich muss hier die Leute hochheilen. Aber die waren ja nicht von irgendjemandem hier angegriffen, ne? Okay, machen wir das als letztes. So, ich habe einen großen, starken Hammer. Ich traue mich auch ihn zu benutzen. Was mir nichts an Schaden. Ja, ich mache mehr Schaden, weil ich mehr Schaden habe. Ne? Alter, ich habe mich fast voll geil damit. Hey, was geht, na? Kannst du bitte nicht auf uns schießen? So, perfekt. Hui. Dann wird's da direkt weitergeht. Und ob wir wieder irgendwie im Somniel sein können oder so. Keine Ahnung, Mann. So, war das du? Nix. Okay. Frostprojektil, komm, geh weg. Ja, ich weiß, die Schätze muss ich auch noch einsammeln, aber eins nach dem anderen, ne? Also schwachsinnig, ne? Erst muss ich hier irgendwie mein Haupt. Erst muss ich hier Nils die ganze Zeit heilen, ne? Oder außerhalb der Gefahrenzone halten. Ne? Jetzt muss ich meinen Hauptcharakter hier die ganze Zeit beschützen. Einfrieren. Wenn ich halt den Vorrat schicke, komme ich nicht. Verdammt. Also was? Hier. So. Du gehst ja auf niemanden los, ne? Sie wirst du auf jeden Fall nicht treffen, ne? Ne.
von uns allen. So, und du dürftest eigentlich nur einen Schlag überleben, ne? Außer wenn der andere Typ jetzt auch losgeht. Ich setze einfach eine Elixier ein, mein Gott. So knauserig sein ja, ne? Ne, kommen wir gar nicht ran. Ja, sie ist ja, da greift uns sogar an. Also auch mal einmal daneben, und ich habe mit ihm, als er auf meine Seite war, habe ich nichts getroffen bekommen, ne? Schießt da gerade ein Drache auf mich? Ja, wenn die beide treffen, ne? Dann ist er weg. Können die auch nicht machen. Nein, kein Gift, Mann. Oh. So, was ist da schon wieder? Warte, was hat ein Dieb? Ich glaube, da war ein Dieb, ne? Auf dich bin ich vorbereitet, Kollege. Siehst du sie hier? Boom. Also, was ich mache, ich lasse den einfach die Truhe öffnen, ne? Und dann baller ich den ab, dann kriege ich dagegen. Dann kriege ich den Gegenstand in mich. Ich wollte dir erst einen Speer geben, aber ich konnte dir keine Gegenstände geben, was ich voll zum Kotzen fand, ey. Wäre sie irgendwie besser irgendwie aufgehoben, habe ich so Gefühl. So, wir machen erstmal dich hier. Fertig, was haben wir hier alles? So. Da, doof, sehr gut. So, es war schon mal eine Person weniger auf uns. Oh, Geld. Ich weiß nicht, ob das hier irgendwas bringt, aber okay, cool. So. So, wir gehen weiter jetzt chillen, würde ich sagen. Ne? Schade, machst du uns. Ich möchte dich vielleicht so ein bisschen schwächen. Ne? Er scheint uns ja echt nicht anzugreifen. Ne? Und da gibt es ja eigentlich keinen Grund, ihn nicht anzugreifen. So, dann lass mal Hortensia hier. Ne? Sie kümmert sich um ihn. So, und du muss dich um hier da unten, Leute. So, jetzt haben wir die beiden hier in Reichweite, ne? Warte mal. Ne. Jetzt haben wir die beiden hier in Reichweite. Das heißt, wir können ja schön die beiden hochheilen zur Not. So. Mal das hier kurz, ne? Obwohl, hat irgendjemand ein bisschen Platz frei? Bravo. Schmeiß mal Elixier da weg. Zur Not Erneuerung. Ne? Ich habe leider, ich brauche ja kein Elixier gerade. So. Auf. Okay. Ja, damit greifen wir an. Und so ist wagen mich zu vergiften, ey. Ja, voll unhöflich, Mann. So. Also, ich nehme an, er geht nicht auf uns los, wenn wir in seiner Reichweite sind, ne? Wir können es mal versuchen. Ob es da. Ah! Sicher jetzt erst den Typen. Boah. Den Gevatter. Den Gevatter Gockel, ja. Und dann haben wir dich hier auch, ne? Alle so starke Heilzauber. Das ist doch blöde, ja, wenn man irgendwie die ganze Zeit starke Heilzauber hat, ne? Die haben nur irgendwie so 10 Ladungen. Ja, was soll ich denn damit machen? Ich brauche mehr Ladungen.
schon wieder hoch. Also vielleicht einmal daneben hauen. Ey, das gibt's jetzt nicht. Der hat mit 69% die ganze Zeit bisher getroffen. Glück hier gerade. Lass mal den auch erlegen. Oh. Come on, man. Ja, wenn ich denke, ich habe es ja gleich erledigt, ne, dann kommt schon wieder die nächsten. So, ich gehe da oben hin. Hallo. Den klopfe ich mich nicht. Soll mal schön auf mich zukommen, ey. Passt der überhaupt da durch? Ich glaube, der passt gar nicht da durch, ne? So. Verteidigung 4, ne, lass mal. Was ist das hier? Das ist so einer. Nein, auf die habe ich auch keine Lust. Muss wahrscheinlich mit Vale leicht tanzen. Muss ich hier hin. Okay. Hier hätten, das heißt. Kann ich da unten den Gockel, aber ich muss da unten ja im Dieb erledigen. Ja. So, wo habe ich gesagt? Hier, das heißt hier. Also auf dich kann ich losgehen. Prozent. Oh, warte mal. Ach, Gewicht. Ich dachte, er hat schon wieder diesen physischen Konter ausgerüstet. Okay. Und ich dachte, Gewicht irgendwie sehr viel Unterschied macht man hier. Berserkern oder Kriegern. Die haben normalerweise eine Menge an Figur, ne? Ich muss sie heilen. Hast du das auch Pokertipp, ne? Kann natürlich auch warten, bis sie wieder ihr Ding voll hat, aber das wird dauern. Ich glaube, ich muss gar nicht tanzen, in diesem Zug. Glaube ich, muss ich doch. Mal den hier. Ich glaube, wir müssen gar nicht tanzen hier. Ein Messer wohl treffen. Ja, wäre es irgendwie diese Schrift, weil ich habe erst für einen Moment gedacht, sie hat irgendwie unglaublich dicke Hüften. Da bin ich sicher im Pack und du stehst daneben. Wird dann die Heilung auch gestärkt? Weiß nicht. Ja, ich glaube nicht. Ja. Kacke, jetzt. Ja. Wenn jetzt, wenn er vielleicht einmal daneben haben würde, ne, damit ich mal ein bisschen Schaden machen kann, ne? So, und jetzt die Situation, ja. Ah, von denen kann ich jetzt hier nicht flüchten, ne? Oder vielleicht doch. Ah, du kannst mich einfrieren, ne? Cool. Wenn ich hier reingehe, triffst du mich dann? Wahrscheinlich ja, ne?
ich das hier rauskam. Da Fogado muss ich um den kümmern. Wir sind ja gerade ein bisschen gefangen mit unseren Leuten. So, vielleicht noch mal hier rumlaufen wieder. Ich kann natürlich auch hier reingehen, ne? Aber er hat eine Ausweich von 0. Warum hat er Ausweichen von 0? Nicht auf meine Welt. Daneben. Vielleicht einmal daneben hauen. Ja, da gibt's jetzt nicht. Der wird jetzt nicht ein einziges Mal daneben gehauen. Jetzt muss ich zwei Leute hier heilen. Wer, du kommst jetzt auch noch auf uns los, ey. Oh nee. Nicht die Gacha. Ja, so langsam würde ich mal gerne wissen, was man hier machen muss. Wenn die jetzt alle auch noch auf sie losgehen, dann habe ich keine Chance. Hallo? Ich könnte hier ein so ein Ding abziehen. Ja. Fast ein so ein Ding. Ja, ich bin jetzt hier gefangen mit denen. Verdammter Dreck. Silberlanze. Verdammt. Verdammt. Okay. Problem ist, die meisten sind jetzt hier abgehauen. Zwei Heiler hier, so viel. Das ist doch progressiv, ne? Ja. Entschuldige, was? Er trifft mich da. Okay. So, irgendwann muss ich das Ding ja mal bitte aufmachen, ne? Also falls überhaupt. Aber wenn nicht, ist das ja noch eine Frage Zeit, bis ich drauf gehe. Ich mache eigentlich schon so schnell wie ich kann, finde ich. So, mit dem muss ich mich auch noch kloppen mehr. 142. Die reduzieren alle meine Verteidigung. Oh, ich habe gar keine Fernkampf dafür.
ich den hier machen, ne? So. Mehr Verteidigung, die machen mir gar keinen Schaden. Die reduzieren nur meinen Maximum Schaden, mein Maximum AP. Ausweichen 84. Da wird es nicht bringen. So. So, einmal daneben und einmal. Ey, Alter. Gibt's jetzt nicht. Ja, warte, ich bin jetzt gleich wieder mit Roy am Start. Da kommt schon wieder, da kommen auch noch Leute. Er sagt, für hier gibt es irgendein Gimmick, dass ich nicht durchschaue gerade. Wenn ich da nur einen Rettungsstab hätte, ne, dann wäre alles hier gar kein Problem, ne? Aber gibt mir ein Schwer nicht. Naja, so, ziehen wir meine HP ab. Wir müssen mich da ja öffnen können, ne? Das hat ja unmöglich. Okay, die kommen da unten, Gott sei Dank. Wird durchgeredet, wenn die jetzt alle nach links gegangen wären. Ey, da gibt mir noch mehr. Wie viel Geld hat denn der für die Gacha? Okay. Das ist ja gerade ein bisschen nervtötend hier.